Moin, moin, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Bloodborne hier bei Because Gaming is Fun. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Krischi ist mit dabei. Moin, moin. Muss ich hier scheinbar erstmal die Haare richten. Ja, gerade in der Kamera gesehen, das muss zum Friseur immer noch. Ja, und unsere letzte Session ist schon eine ganze Weile her. Ich weiß noch, dass wir hier noch einen Boss zu besiegen haben. Ja. Genau, hier war noch. Stimmt. Und dass Sascha sich noch sehr gut an das Spiel erinnert. Man konnte nicht blocken. Nee. Ich drück gerade L1, um den Schild zu ziehen, aber das ging ja gar nicht. Also ganz so lange ist es dann doch wieder nicht her. 3-4 Wochen? Ja, schon klar. Wir haben mittlerweile herausgefunden, dass wir hier in einem rein optionalen Gebiet sind. Hat uns eine sichere Quelle mal wieder mitgeteilt. Die gleiche wie bei Dark Souls 1 und 2. Christoph, hallo. Ja, trotzdem wollen wir jetzt weiterhin versuchen, den Boss hier zu machen. Hat auch nur das gesagt, also die reine Frage war, Kelch, Story relevant, ja, nein, und dann nein, optionales Gebiet. Okay, mehr wollen wir nicht wissen. Genau. Also wir haben uns nicht weiter spoilern lassen, wir wissen auch leider nicht, wo es weitergeht. Weil ich habe immer noch eine Vermutung, aber da müssen wir halt mal gucken. Müssen wir gucken, ja. So, ich muss ganz kurz wieder auf die Steuerung klarkommen, sorry, Leute. Was? Ich will jetzt keine falschen Knöpfe drücken. Dreieck war Blutfiole, das weiß ich noch. Ich glaube, ja. Viereck war hier diese komische Quecksilberkugel umwandeln, ne? Nee. Viereck war das Item einsetzen. Ja, was wir nicht haben. Wollte ich gerade sagen. Wir hatten da mal 4 Brandgranaten. Und was war X? Spring? Man kann keine Controllerbelegung hier angucken. Ich will jetzt nicht einfach X drücken. Warte, geh nochmal ins Menü. Ne, kann man wirklich nicht. Ich dachte, das wäre weiter unten vielleicht. Probier auf. Ich werde es bereuen. Test es. Passiert nichts. Alles klar. Das sind noch die besten Voraussetzungen. Ja, für Quecksilberkugeln haben wir mehr als genug. Die benutzen wir eh nie. Blutfiolen haben wir leider nur die 15. Wasa. Warte mal. Ich weiß noch, ich sollte dich bei dir dran. Oh, warte mal, da liegen noch Seelen. Wir haben gesagt, Sascha, mach den jetzt First Try und dann. Easy. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Moveset war. Ja, ich doch auch nicht! Ich weiß, er konnte auch noch aus dem Mund schießen, er konnte zuschnappen. Oh fuck, der hat mich voll erwischt. Oh, ich habe mir aber fast alles für Leben wiedergeholt. Ja. Das ist nice. Und das Ziel ist halt vor allem, irgendwie ihn an einer Schwede. Stelle möglichst wieder auf oft zu treffen, also am einen Bein, dass er blutet und dann immer weiter darauf das Bein einzuschlagen, weil das mehr Schaden macht. Ach komm, dass der mich jetzt getroffen hat. Oh, oh. Warte mal, nein, warte mal. Ja, ich bin noch überhaupt nicht wieder im Spiel drin. Ich weiß noch, dass das Ziel war, dicht an ihm dran zu bleiben, aber... Ja. Wieso springst du ihm dann immer direkt in die Fresse? Jo, alles klar. Gut. Was ist hier los jetzt? Bisschen verstaubt. Ich glaube, sonst habe ich auch immer gegen ihn gekämpft, ohne ihn anzuvisieren. Jetzt schon verschwitzt der Controller. 2 Minuten gespielt. Ah. So, wie war die Steuerung? Nein, alles gut. Geil, ganze 3 Minuten gespielt. Und dann nimmt man den Controller ab. Schlimm sowas. So kämpft man. Auf jeden Fall. Der ist nicht gestorben, das weißt du, ne? Ja, ich weiß, er kommt jetzt noch die Leiter hoch. Du, da hinter dir lagen Blutfionen, wenn ich mich nicht irre. Ja, Blut. Ah, ne, das war Beschwören, ne? Ja. Ja. Oleg. Oh, mach da nicht Half-Life, alles klar. Ach, das war da aufgeladen, deshalb ist nichts passiert, okay. Ach, ja. Also Leute, ihr könnt das war schießen, ne? Ja. Ihr könnt hochqualitatives Gameplay jetzt in den nächsten 20 Minuten von uns erwarten. Man muss ja mal wieder reinkommen hier. Auch blöd, dass ich sage, X ist Springer. Ist wie bei allen Dark Souls-Teilen bis jetzt auch Kreis. Da hinten liegen noch die 2000 Blutechos, ja. Ne? Okay. LOL! Sprintest du bitte?
Oh lol, er hat erstmal einen Lavasee gekopft. Das finde ich ja super nett von dir. Nee. Mann. Kein Glück. Da! What? Boah, Alter, das wird. Oh nein. Wollen wir nicht doch die Story fortsetzen? Dann sind 3000 Blutechos weg. Gut, ich meine nicht, dass wir jetzt schon irgendwie 15.000 Blutechos für Blutfiolen ausgegeben haben, weil wir andauernd gegen den verreckt sind, aber. Was? Ja, komm, ich mach das weiter. Ich meine, es gibt bestimmt eine schöne Belohnung, wenn man das schafft. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Zu irgendwas muss es ja gut sein. Yo, what up, homie? Oh Gott. Ja. Ja, ja, ja. Alles klar. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Anwesend? Nee, möchte ich eigentlich gar nicht. Okay, also ist bewusst gewesen. Ja. Schön. Ein Lack. Ich hab keine Ausdauer! Nein, das war nicht das Bein, das ich treffen wollte. Wo, was machst du denn da? Aua, da hat er mich voll erwischt. Aber bleib mal hier bitte. Ja, nicht so. Ach man, ich bin überhaupt nicht mehr im Flow drin. Ist auch geil, wir spielen 3 Wochen nicht und erstmal Boss. Nicht erstmal irgendwie ein bisschen Kleinviech zum Schnetzeln oder warm werden. Nee, Boss. Wenn wir den jetzt schaffen, dann haben wir es wenigstens wieder. Einer von uns. Was, wenn jedes Mal 100 Echos mehr? Im Strahl, das finde ich super. Nein! Tu's nicht! Hast du ihn immer noch am Kopf erwischt. Hast du ein Glück? Nein! Hast du ein Glück? Das hast du ihm auch gesagt, dann war ich tot. Also bitte lass es. Nee, der macht wieder den Dash. Ach Mann. Mein Leben wieder. Nee. Mein Leben wieder. Oh nein, warte, das ist schlecht. Wo willst du denn gerade hin? Dash. Oh. Das war kein Glück. Nee. Ist der auch so warm wie mir? Ich sitze im T-Shirt hier. Ja. Ja, sehr gut. Mein Leben, mein Leben, mein Leben. Jetzt solltest du langsam zu sehen, dass du da wegkommst. Warst du wieder mal lucky? Da hat nur so wenig Damage gemacht. Gebe ich wirklich zu, ja. Wo will der hin? Wo will der wieder her? Nice. Ja, hättest drauf. Vorsicht, jetzt macht er gleich Druck.
Vielen Dank. Die Druckwelle hatte ich vergessen. Also so hatte ich jetzt sein Moveset eingeschätzt, dass er, wenn er zusammengebrochen ist, die Druckwelle macht. Das war asozial. Sorry. Nicht mit gerechnet, dass der kommt. Boah. Nee, das war blöd. Das kommt, ja. Wollte ich zu dringend mein Leben wieder haben, um keine Blutfiole zu brauchen. Und da hatte ich nicht mal auf Half-Life. Was bringt, wenn er an allen vier Beinen blutet? Ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, es wurde mit der Zeit auch wieder weniger Damage, den du ihm gemacht hast, an den Stellen. Ich hatte das Gefühl, er wurde ein bisschen träger, aber da kam mir der Gedanke, aber meine Versuche, ihn da zu schlagen, haben immer dazu geführt, dass er das Vorderbein getroffen hat. Ich weiß nicht, ob man irgendwie ihm superkritischen Schaden macht, wenn er am Kopf und an allen vier Beinen blutet. Ja, das weiß ich auch nicht. Dass das dann für ihn quasi der Overkill ist. Oder ihm eine vordefinierte Menge an Leben zusätzlich abzieht. Also irgendwas Ding. Keine Ahnung. Ich hatte sie aber eingesammelt. Oder nein, die reicht damit. Jo. Was ab? Da war jetzt sogar 3005. Ah, fuck. Du hast die Axt zusammen, ne? Ja, ich weiß. Okay. Deshalb hat es halt nur gerade nicht die Reichweite. Mhm. Jetzt wollte ich auf R1 sprinten. Genius. Der war schön. Nicht greedy. Na, ach komm, ich weich doch nach hinten aus und nicht direkt in seine Fresse rein. Das lief jetzt gerade nicht so ganz wie geplant. Ja, alles gut. Du kannst ja schwach anfangen und stark aufhören. Wenn du den Platten hast, ist mir das egal. Dann mal wieder auf Distanz. Ja, man kommt leider nicht so gerne dicht dran, wie man möchte, weil er mal wegsteht. Was hat der denn jetzt? Er spuckt seinen Lavasee. Ja. Verdammt, da hätte ich Zeit gehabt. Ich habe mir auch während meines Kampfes gedacht, willst du nicht mal wieder Lavasee kotzen? Aber dann habe ich gedacht, wenn ich dann da reinlaufe und daran sterbe, macht mich das lächerlich. Das habe ich im Mund gehalten. Einzug. Ja. Der war gut, und der war glücklich, und der war schön. Oh, was? Kotzen? Ja, nee, das wollte ich nicht. Schön. Ja, so halbwegs. So halbwegs! Mach doch das, was du machen sollst! Ich hatte aus Versehen noch einen zweiten Angriff gestartet, was ich nicht wollte. Ach, fuck, stimmt, zwei weg. Wieder! Ah! Zu früh! Ja. Jetzt! Nein, immer noch zu früh, Alter. Das ist der Shit. Spielt ihr da eigentlich? Übt ihr das jetzt, oder?
Du hast gleich keine Ausdauer mehr. Vorsicht. Danke. Bitte. Weil damit habe ich jetzt aber nicht gehört. Was ist denn hier jetzt los? Monoskill-User. Aber echt wahr. Uiuiuiui. Hast du? Jo. Wie ich ihn da nicht treffe? Weißt du, dass mich das Frappieren an die Hamburg Freezers erinnert? So viele Chancen, so wenig Treffer. Oh, und dann der schnelle Konter. Und dann ist das Spiel verloren. Tja. Wieso klappt's denn diesmal nicht? Sonst bin ich doch auch immer der Fresser entkommen. Ah. Frustrierend. Jetzt schon. Nach 15 Minuten. Ja. 16. GG, ich gebe auf. Sascha gesagt, ich darf es auch probieren, bis ich es geschafft habe. Nein, weg. Ja, ja. Hast du Glück, dass er woanders hin dasht. Schaden kannst du auch nicht wieder regenerieren. Nee. Der ist sofort weg. Ja, hab ich auch gesehen. Ach! Du! Oh, da ist er nicht zu greedy geworden. Glück gehabt, ey. Nee. Oh, das war ein bisschen weit weg. Kurz. Jo. Hat ihm nicht wirklich mehr Schaden gemacht. Nein, das hat sich nicht gelohnt. Überhaupt nicht, das war ein ganz normaler Hit. Aufklopfen. Okay, da hat er sich ziemlich schnell erholt.
du mal das Glück mit dem Timing hast. Reg mich auf. Das heißt Glück. Wenn es dauerhaft ist, ist es kein Glück, dann ist es Können. Den hätte ich jetzt daneben sitzen müssen. Ja, eigentlich schon. Vielleicht für den frechen Spruch. Was wird das? Ja, ich glaube, daran war ich letztes Mal einmal drauf gegangen und das hat mich so überrascht. Da ist er einfach stehen bleiben sollen. Ich glaube, er hat auch seine Blumen im Bunken gehalten, merkst du das? Ja. Die Musik hat sich verändert. I don't like this shit. Dann machst du wieder weniger Damage. Frech. Weil er noch nicht stark genug ist. Nein! Ja, das war dumm, das war dumm, das war dumm. Ganz weit weg. Nein, er macht's schon wieder. Doch, das habe ich gerade noch so rechtzeitig gesehen, ey. Er kotzt, ja. Ja, wir laufen einen noch größeren Bogen, damit du ihn überhaupt nicht triffst. Na gut, ich wollte halt möglichst weit hinter ihn, dass er mich nicht anspringen kann, ne? Ja. Ach komm. Nein, dann macht er mich One-Hit, ey. Nein, das waren zwei Hits. Ja, aber die kamen so schnell hintereinander. Oh, ich hatte ihn fast. Tja. Und wir haben nur noch 4 Blutvieh holen. Easy. Nur wenn die Seelen, die wir eintauschen könnten? Ich glaube nicht mehr, nein. Ja, erstmal nicht treffen. GG. Ich weiß nicht, warum ich mich diesmal so schwer tue, ihn zu treffen. Ich weiß noch, letztes Mal habe ich ihn immer eigentlich ganz gut an den Hinterläufen erwischt. Ich muss sagen, ich fand jetzt den Frontalkampf eigentlich sogar einfacher. Weil da kann er nicht so nach dir schnappen. Man muss nur viel Geduld mitbringen und am Ende halt aufpassen, wenn er seine ganzen Moves macht und schneller wird. Ja. Also du legst mit Kotzen los, das will ich immer nicht. Alles klar. Direkt, jawohl. Nehmen wir. Ich hab vergessen, dass man dann ja erstmal auf ihn draufkloppen kann. Goddammit! Ja, stimmt, weil normalerweise macht er direkt nach dem ersten Treffer von seinem Lava-Kotzen. Was, hab ich den nicht getroffen gerade? Nee. Wow! Ja, schön. Fuck, mit dem Move hab ich jetzt gerade nicht gerechnet. Kann nicht wahr sein. Zu früh. Ja, ich will halt nicht, dass mich der nächste Move dann schon. Oh, oh. Oh, oh, oh. Der war gut. Der war lucky. Ja. Oh, 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 oh. Heiß. Das kann nicht wahr sein. Oh shit! Und der war unerwartet. Unlucky. Der kam unerwartet. Ich muss sagen, ich hab mich sogar leicht erschrocken, als er mit einmal so quasi ins Bild reingeflogen. Da bin ich froh, dass wir noch keine 3D-Monitore haben. Manu! Paul Alberti. Who the fuck is Paul Alberti?
Scheinbar einer, der unsere Videos guckt. Also grüß dich, Paul Alberti. Außer da steht jetzt irgendein Bullshit drin, dann nicht. Genau, dann hörst du gleich was, weil ich mir jetzt deinen Kommentar durchlese. Was hat er kommentiert? Ja, weiß ich noch nicht. Vermutlich an HL. Jo. Was ganz Neues. Pop Zlatan ist ein Streamer auf Twitch. Also nur der Kev. Ah, warte, ich hatte gegen einen Streamer gespielt. Alles klar. Ach so. Vielen Dank für die Info, Paul. Du wirst diese Folge vermutlich niemals sehen, aber. Hast du gewonnen? Ich glaube ja. Das ist lange her, dass ich die Folge aufgenommen habe. Ich hatte eine ganze Menge NHL vor aufgenommen. So, jetzt aber. Ich bin aber immer so schweigsam, es tut mir leid. Ich muss mich konzentrieren. Sascha muss sich eigentlich unterhalten. Ja, ich muss ganz kurz eine Nachricht schreiben. Was kannst du kurz? Naja, Nachricht schreiben, du sollst. Ja, ja. Ui! Notter! Knapper, knapper. Fuck, da hab ich nicht gepasst. Ich hoffe, da springt er mir vielleicht rein. Da wäre ich ihm fast reingesprungen. Das hat zu lange gedauert. Jetzt. Oh nein, da kommt der zweite! Diesmal nicht, das habe ich gemerkt, du. Ja. Jetzt will ich ein bisschen sauer aufstampfen, das stört mich nicht. Ein Ficker. Epische. Vor allem, weißt du, was ich mich frage? Na. Der Name. Ja. Ich habe seinen Namen gerade nicht mehr im Kopf, ich weiß nicht. Aufpasser der alten Fürsten oder ja, sowas. Ja, genau, ne? Genau. Wenn ich jetzt mal so an die Dark Souls-Teile denke, zum Beispiel an Arva. Hm. Ja? Ja. Immer wenn irgendwas Aufpasser hieß, dann kam danach ein noch fetterer Boss. Das denke ich aber, es kommt im nächsten Ritualgrab oder sowas. Mehr als Ebene 3 wird es hier, glaube ich, nicht geben. Weil aller guten Dinge immer 3 ist, oder? Ja, und weil da hinten Dead End ist. Das ist allerdings ein gutes Indiz. Oder es öffnet sich halt gleich erst. Ach komm. Doch, du hast ihn getroffen. Echt? Ja, hast ihm 155 Schaden gemacht. Da, wo ich glaube, ich treffe ihn nicht, treffe ich. Der war schön. So, komm Sascha, du machst das jetzt bitte. Hätte ich nichts gegen. Nein, 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 nein! Habe ich auch gemerkt. Was ne Scheiße, ey. Oh, oh, okay. Warte, abvisieren. Hinlaufen. Und draufkloppen. Oh, oh, nein, das war einmal zu viel, das war einmal zu viel. Hör auf! Huhuhu. Christoph hat nicht zufällig erwähnt, für welches Level dieses optionale Gebiet ist. Endgame. Endgame? Ich nehme an, die Gegner leveln dann noch mit einem mit, aber prinzipiell meint er Endgame. Das ist ja der erste Cage, den man findet. Wie soll das Endgame sein? Keine Ahnung. Eigentlich wollte ich das gar nicht wissen. Fuck! Wieso hat der jetzt gerade nicht getroffen? Ich bin noch demotivierter. Nein, nein, das nein, ist nein, doch eine nein. Frechheit, ey! Gott sei Dank. What the fuck war das gerade für ein Grafikbug? Fuck! Ich schätze das immer eine Sekunde zu kurz ein. Er kotzt. Oh. Ja, gut, ich habe ihn zwar zweimal getroffen, aber. Oh!
PC-Stream nochmal wieder an. Ja, Rick, ach komm schon! Ja! Oh. Komm, komm, komm! Oh, oh. Nee, geh weg. Ich hatte auch keine Ausdauer mehr. Schönes Ding. Nein. Hast recht. Ich seh's ja ein. Huh. Nimm noch eine, sonst bist du auch gleich wieder tot. Das bringt nichts. Alles klar. Gut. Eine Blutfiole hast du noch. Easy. Nein. Da war ich zu greedy. Oh mein Gott. Nimm die letzte. Na, noch alles gut. Wenn dich böse erwischt, bist du trotzdem tot. Deshalb das nimm sie. Das kann nicht wahr sein, ey. Sonst war alles umsonst. Oh, das war ganz schwierig. So, und jetzt konzentrieren. Hallo? Oh, 387. Das ist aber normal bei dem Damage jetzt. Beste Hit ever. Nö, das macht er jetzt jedes Mal beim schweren Treffer. Ja. Okay, weg, 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 weg. Ja, ja. Jetzt nicht mehr. Nein. Ja. Nein, das kommt schon! Der Typ geht mal halt auf die Eier. Ja. Und du kannst die Folge mal beenden. Stimmt. Wir nehmen ja nicht am Stück auf. Tja, ohne Blutfiolen, also mit leeren Händen stehen wir da. Ich bin damit bei fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Bis dann, haut rein.